Unsere Generation hat ein Problem. Eine enorme Auswahl an Möglichkeiten macht es uns immer schwieriger, sich festzulegen. Gerade bei den entscheidenden Fragen des Lebens ist das so. Welche Ausbildung soll ich anfangen? Welches Studium? Welche Stadt ist die richtige für mich? Welcher Partner ist der richtige für mich? Und was, wenn ich dann nicht zufrieden bin? Was, wenn ich mich hätte anders entscheiden sollen? Heute reden wir über Zweifel. Hi, mein Name ist Gunnar Engel, ich bin Pastor. Und ich möchte dir dabei helfen, die nächsten Schritte auf deinem Glaubensweg zu tun. Kakao, immer gut. Heute reden wir über Zweifel. Ich glaube, wir sind momentan eine Generation von Zweifel und Unsicherheit. Die ganze Masse an Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, machen es uns umso schwieriger, dass wir uns festlegen wollen auf eine Sache. Und das wirkt sich auch auf unseren Glauben aus. Aber die Sache ist, dieser Konflikt zwischen Glaube und Zweifel, der ist gar nicht so neu, der ist eigentlich so alt wie der Glaube selbst. Wenn man sich zum Beispiel die letzten Seiten vom Matthäus-Evangelium anguckt, da geht es darum, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ins Grab gelegt wurde und 3 Tage später kommen die Frauen und die Jünger ans Grab und sehen, der Stein ist zur Seite gerollt und mit einem Mal steht Jesus vor ihnen und redet mit ihnen. Und Matthäus sagt, einige fielen nieder und beteten ihn an, einige aber zweifelten. Und wir müssen uns mal klar machen, wer die Leute sind, die da zweifeln. Ja? Das sind Menschen, die Jesus kennen. Das sind Menschen, die mit ihm umhergewandert sind, richtig lange Zeit, die ihn haben predigen hören, die mit eigenen Ohren gehört haben, was Jesus sagt. Menschen, die dabei waren, als er gebetet hat. Menschen, die bei seinen Wundern dabei waren, die gesehen haben, wie er auf dem Wasser läuft, wie er Menschen heilt, wie er mit Vollmacht spricht, mit göttlicher Vollmacht. Und Menschen, die schließlich dabei waren, als er gefangen genommen wurde, ans Kreuz geschlagen wurde und seinen letzten Atemzug getan hat. Menschen, die dabei waren, als er beerdigt wurde. Menschen, die voller Trauer sind. Und jetzt mit einem Mal steht Jesus vor ihnen. Und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Manche von den Jüngern zweifeln. Und ich glaube, was man so vorher, wenn Zweifel ein Thema in deinem Leben gerade ist, dann müssen wir erstmal sozusagen eine Baseline einziehen. Gott möchte dich von deinem Zweifel befreien. Ja, manchmal ist es so, dass Zweifel in unserer Gesellschaft als fast schon so ein Ideal gesehen wird, als etwas, was ziemlich weit oben steht. Ja, dass Zweifel was ist, was eigentlich was richtig Gutes ist. Ja, wenn man alles anzweifelt, dann hinterfragt man die Dinge, dann ist man ein kritischer Geist und das ist was Gutes, was man sich behalten soll. Aber hast du mal versucht, eine Beziehung zu leben? Vielleicht bist du verheiratet oder in einer Beziehung. Hast du mal versucht, eine Beziehung zu leben, die auf Zweifel aufgebaut ist? Wo du dich ständig fragst, ist der andere noch verliebt in mich? Ist der andere noch interessiert an der Beziehung? Gehen wir noch den gleichen Weg zusammen? Ist gar nicht so geil, ne? Gerade in Beziehungen, in unseren menschlichen Beziehungen, da ist Zweifel echt das Letzte, was du brauchst. Und bei der Beziehung zu Gott ist das ähnlich. Was machst du jetzt aber, wenn du Zweifel hast? Ich glaube, es gibt 2 verschiedene Arten von Zweifel. Es gibt ehrlichen Zweifel und es gibt unehrlichen Zweifel. Fangen wir mal mit dem unehrlichen Zweifel an. Unehrlicher Zweifel ist ein Zweifel, der zerstört. Das ist ein Zweifel, der eigentlich nur um das Zweifelswillen da ist. Ja? Vielleicht kennst du so Menschen, die haben Fragen zu vielleicht auch Themen des Glaubens, aber egal, was du ihnen antwortest, du siehst schon bei dem ersten Satz an dem Gesichtsausdruck, dass sie eigentlich mit dem Thema schon durch sind. Die stellen eine Frage, aber nicht, weil sie eine Antwort hören wollen, sondern weil sie bestätigt werden wollen in ihrer eigenen Meinung, dass das doch eh zu nichts führt. Das ist so ein Zweifel, der so tief sitzt und so viel kaputt gefressen hat, dass jeder Funke von Glaube, jedes Korn, was da gesät wird, eigentlich gleich schon wieder zerstört und erstickt wird. Das ist ein Zweifel, der gar kein Glaube mehr zulassen kann. Im Jakobusbrief im 1. Kapitel, da gibt es so eine Stelle dazu, da heißt es, dass einer, der so zweifelt, der ist wie so eine Meereswoge. Ja, ich stelle mir das immer so vor, eine Meereswoge, die so, egal was man so einer Woge in den Weg stellt, die schlängelt sich halt drumherum. Eine Meereswoge, die findet den Weg in die Richtung, die es gehen will. Und das ist egal, was man da hinstellt, sondern die schlängelt sich dann um den Felsen drumherum oder um eine Sandbank oder um was auch immer. Und so ist so ein Zweifler auch. Das ist egal, was man dem sagt. Das ist egal, wie du aus deinem Leben erzählst und Argumente hast. Da ist der Zweifel so tief, da tut sich nichts. Und das ist ein zerstörender Zweifel.
Das ist ein Zweifel, der keinen Glauben zulassen will. Dann gibt es aber auch den ehrlichen Zweifel. Das ist die zweite Art von Zweifel. Und ehrlicher Zweifel ist ein fragender Zweifel. Das ist wahrscheinlich, wenn du im Glauben stehst, eigentlich das, was du erlebst. Du erlebst nicht diesen zerstörerischen Zweifel, sondern du erlebst einen Zweifel, der gerade in einer Situation ist, wo du ganz große Fragen hast, wo vielleicht etwas, was in deinem Leben als Glaubensgrundsatz dich jahrelang getragen hat, was in deinem Leben immer sicher war, auf einmal bröckelig ist. Und du fragst dich, was ist da los? Vielleicht kriegst du auch Angst, weil du merkst, dass da auf einmal was wegzubrechen droht. Aber dann sage ich dir, du musst diese Angst jetzt erstmal nicht haben. Es gibt in der Bibel diesen wunderbar krassen Bericht über einen Mann, der zu Jesus kommt und um Heilung für seinen Sohn fleht. Und dieser Mann sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und erstmal fragt man sich, wie passt das zusammen? Glaube, also ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Was ist denn jetzt? Glaubt der Mann oder hat er Unglauben? Und ich glaube, er hat beides. Er will glauben und er hat dieses Vertrauen in Jesus, aber die Situation, die in seinem Leben gerade da ist, mit seinem kranken Sohn, mit allem, was er schon versucht hat, wahrscheinlich war er bei allen Ärzten, in allen Tempeln, überall, aber es passiert nichts. Und er kommt zu Jesus, weil er doch noch dieses Funken Vertrauen hat, aber gleichzeitig ist um ihn herum alles schon so dunkel, dass er nur noch den Satz sagen kann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist das ehrliche Gebet, was Gott von einem ehrlichen Zweifler hören möchte. Das ist so ein Gebet des Zweiflers. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und vielleicht ist es für lange Zeit auch das einzige Gebet, was du beten kannst. Aber bete es. Bete zu Gott in Zeiten deines Zweifels. Gott, ich will glauben, bitte hilf meinem Unglauben. Damit machst du die Tür auf für Gott. Damit machst du die Tür auf, dass Gott wirken kann in deinem Leben, dass er sich dir zeigen kann und dass er dir zeigen kann, dass er auch in den dunklen Situationen deines Lebens da ist. Dass er auch dann da ist, wenn du gar nicht genau weißt, wo du zuerst nach ihm suchen sollst, dann zeigt dir der Gott, dass er schon da ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich selbst bin seit 16 Jahren Christ und habe auch durch diese Jahre hindurch immer wieder Zeiten des Zweifels erlebt. Ja? Es gab Zeiten, da war ich ganz oben auf der Welle und alles war klar. Und dann gab es Zeiten, da musste ich durchs finstere Tal wandern. Aber wie das im Psalm 23 heißt, selbst wenn ich durchs finstere Tal wandern muss, dann fürchte ich mich nicht, weil Gott bei mir ist. Und diese Zeiten des Zweifels sind für mich auch so Zeiten der Bewährung, wo ich merke, jetzt ist es umso wichtiger, dass ich mich an Gott halte, dass ich mich an Gott festhalte, weil er mich da durchtragen wird. Denn alles, was bei uns Zweifel sein kann, all das ist mit Jesus auch mit ans Kreuz gegangen. Nicht nur unsere Schuld, unsere Sünde und alles, was uns von Gott trennt, sondern auch unser Zweifel, der jetzt gerade ist. Nicht nur Dinge, die in deinem Leben schon passiert sind, sondern auch wenn du jetzt gerade Zweifel hast, dann erinnere dich daran, dass selbst dieser Zweifel in genau diesem Moment von Jesus schon mit ans Kreuz genommen wurde, weil er das für dich tragen kann und er deinen Zweifel austauschen möchte gegen ein festes Vertrauen auf ihn. Gegen ein Vertrauen auf Jesus, der alles für dich gegeben hat. Das war unser kleines Video für heute. Ein paar Gedanken zum Thema Zweifel. Vielleicht ist das gerade bei dir eine Situation, in der du diese Worte gebraucht hast. Wenn ja, dann freut mich das natürlich. Wenn du jemanden kennst, der gerade in so einer Situation des Zweifelns ist, schick ihm das Video doch. Vielleicht ist da eine Ermunterung für ihn drin. Wenn du vielleicht noch mehr Ermutigung brauchst, guck doch mal unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zu meinen Predigten, zu meinem Predigt-Podcast. Ihr findet es auch auf iTunes und bei vielen anderen Dingen, wo man Podcasts hören kann. Und da ist eine, ich glaube, da sind 2 Jahre voller Predigten drin, die du vielleicht für die eine oder andere Ermunterung hören kannst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Schreib mir doch was in die Kommentare rein, wie das bei dir so ist, wie du mit Zweifeln umgibst. Vielleicht hast du eine Situation hinter dir, die mit ganz viel Zweifeln voll war oder du bist gerade in einer Situation oder du konntest jemandem helfen in einer Situation des Zweifels. Wie hast du das gemacht? Wenn du das unten reinschreibst, können vielleicht andere Leute diese Tipps auch übernehmen und können anderen Geschwistern im Glauben helfen. Das wäre richtig super. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hiernach kannst du den Channel noch abonnieren, kannst einfach klicken in der Mitte von der kleinen Karte, die gleich kommt. Und da ist noch das ein oder andere Video für dich dabei. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ciao.